Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Arrogant aka Marcel, hier beim Mittelalterliches Leben, heute mit einem neuen Texture-Pack am Start, mit den Misa, ja. Ja, und wir haben das Bauern-Emblem. Bei meinen letzten zwei Speed-Folgen habe ich das gemacht, gefahren, weil halt eine Stunde hochzuladen, war hatte ich Kindest und ja. Ja, heute mit Hintergrundmusik. Lass mal alles mit hier. Für die nächste Schalange. Nehmen wir alles mit. Haben wir noch was Wertvolles? Iron Hoe, Mark, haben wir eh damit erreicht. Nehmen wir was, können wir noch alles mitnehmen. Es wird uns ja nicht gesagt, dass wir das nicht dürfen. Ja, wir nehmen noch hier ein paar Korrektchen mit. Beim Märchen. Ja, beim Märchen. Okay. Ja, und heute nehme ich zum ersten Mal mit Mary's Action auf. Ihr könnt mir einschreiben, wie ihr das Programm findet. Und ja, das muss man kaufen. Ich finde, das ist gut für welche Spiele wie Black Ops und so. Damit nehme ich auch meine Quickscore-Montagen auf. Wenn ich vergesse, verlinke ich die unten auch sogar. Ja. Dann nehmen wir noch drüben ein paar mehr Löschen mit. Oh, das wollen wir nicht mitnehmen. Da. Das ist hier. Noch ein paar Samen. Können wir bestimmt Ballerball auch. Ja. Haben wir wenigstens noch ein paar bisschen Bone Meal. Dünner auch mit. Dann haben wir noch einen Kürbis mit. Ja, wenn wir immer hier sind, können wir alles gleich mitnehmen. Ein bisschen dünner mit und dann jetzt abreise zum nächsten Dorf mit einer geilen Rüstung. Tschüssi Hühnchen. Oh, von der Bauern-Challenge. Oh. Ich kann vier Bonus-Truhen. Ah, da ging es weiter bei dem. Ja. So, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr Bauern, Großbauern. Erfüllt die Voraussetzung. Hat einer von euch das Emblem? Natürlich. Super, du bist Großbauer. Ihr arbeitet ziemlich hart für mich. Dafür werde ich euch dafür werdet ihr belohnt. Ihr bekommt ein großes Land vom Vieh. Story. Alter, ist das schon meins? Als Großbauer kann man nun Tiere züchten. Doch als ist nicht alles tun. Ihr müsst noch sehr viel Nahrung ansammeln. What the fuck? Hier, Story 4. Ich habe gehört, ihr habt euch so toll angestrengt, dass ihr jetzt sogar ein großes Bauernhof habt. Mein Glückwunsch. Nun wird es ernst. Ihr könnt nun Tiere züchten. Ihr braucht sie nicht durch Essen züchten, denn durch den Gras. Dort spawnen die Tiere immer. Ihr habt sogar einen kleinen Netherfarm. Ihr müsst nun alles ansehen und bestimmt ihre Items sammeln. Viel Glück euch. Hier ist ein Druckplatte. Hier ist wirklich eine Druckplatte. Ja, ich weiß, ich hab's ja gefunden. Immer zum Regeln. Regeln eines Großbauern. Du kannst Bäume fällen, aber nicht verkaufen. Hey, was ist das denn? Kümmer dich um die Tiere, töte sie. Oh, danke. Unterlege die Aufgaben des Königs. Wichtig. Es wird dich sicherlich interessieren, aber hier
wird es ein bisschen brutal. Ich meine damit Kämpfe, also sammelt wichtige Rüstung. Okay. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Kleinbauern-Challenge. Ab sofort gibt es ein Kupfermeer für dich. Ich hab Kupfermeer. Du kannst den Rest eintauschen. Aber jetzt kommt... Es kommt kein Kupfer. Oh nee. Du kannst auch essen. Rapfen? Ach so, craften. Ja, den Text muss ich mich mal eingewöhnen. Ab sofort darf hier gecraftet werden. Regen, du darfst mit deinem Silber nichts craften. Ja, was ist das für ein Scheiße? Oh, erstmal ins Bett legen, ja. Ja. So ist das. Danke. Hier gibt es eine sehr gute Rüstung, aber die kostet sehr viel. Lager. Ja, sieht hat bekommen. Danke, Flo. Oh, ein Hochschwert. So, wir machen erstmal schnell hier die Language auf Deutsch. Dauert kurz ein bisschen. Ah, manchmal keine Ruhe. Wow, fuck, ich hasse das. Ah, dafür hänge ich noch ein paar Minuten für euch dran. Das wieder gut machen und gerade durch den Problemchen hier. Ich hätte das vor der Aufnahme machen sollen. gerade hängt sich alles auf. So, was haben wir dann mal wieder auf Deutsch? So. Was hier mein Handy eigentlich? Ich habe was gemacht, weil sonst kann ich nichts mehr downloaden bei meinem Handy. Hallo Mo. Hallo. Renn nicht weg. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Oh, ich hatte sie lieb. Hey, brauchen hier nicht so gute Renderdistanz. Okay. Enchanting Shop. Ah, hier, mein, das meinte damit. Bogen! noch diese Bambus anpflanzen, weil wir sind Bambusbauer. Guck mal, Schweinchen. Was ist das hier? Mob Drops? Ja, okay, ich weiß, was da reinkommt. Kann ich mir schon denken. Damit, okay, darunter ist schon mal nichts versteckt. Ich weiß auch nicht, ob das ein Redstone-Truhe war. Trichter, ne, große Truhe noch, okay. Okay. Wie konnte die Kuh dann ausbrechen? Egal, wir dürfen ja die töten. Wurde uns ja gesagt. Jetzt weiß ich auch... Mu. Und ich will gerne wissen, wie ihr das findet, damit mit Musik hinten drin, weil... Ich finde so, wenn man nicht viel redet, das entspannter ist. Dann sag ich doch, sie töten. Wow. Ey. Ey, was? Meine Maus springt gerade. Ui. Ey, bleib hier stehen, du kleines Tier. Ey, meine Maus, Alter. Die regt mich gerade auf. So. Okay. Haben wir da hinten? Wow, ich muss was essen schnell. Er sagt, es gibt teure Rüstung. Ich denke, da ist irgendwie was versteckt, aber hier war ich glaube mit
den Herrn Ducky Master noch nicht so weit. Netherwarzen farmen. Netherwarzen. Wir müssen noch ganz viel anfarmen hier. Oh. Und bam. Ich habe noch 5. Gut. Und wenn euch sowas mit Speedout gefällt, halt, dass es ein bisschen so schneller geht, das Form, dann schreibt unten in die Kommentare. Hier immer den unteren Abbau, sonst sind die weg. Hier kommt eins, hier kommt eins, hier kommt eins. Hier kommt einer. Das ist eine kleine Taktik. Weil so macht ihr hier nicht. So, aus irgendwas wird, das geht nicht. Creepy Musik. Mal gucken, ob irgendwas passieren wird. Hoffentlich nicht. Okay, warum hatten wir hier mehr als da drüben? Ah, wir hatten ja noch 3 extra. Genau. Also wir können erstmal ein bisschen auskundschaften noch hier. Wow. Wie das? Ich will gerade noch hier vorne. Wie bin ich gerade gestorben? Wie wurde ich gerade dahin teleportiert? Holy shit. Ah, weil der Typ drauf gelatscht ist. Ah. Ich bin zum Bauern-Emblem, oder? Hätte den nächsten Emblem. Das ist bestimmt hier. Deine Aufgaben. Ja, okay. Okay, das ist nicht gerade so. Ich hasse den Typ, der ist ausgebüxt. Sorry Florian, ich habe gerade einen kleinen Bug hier von dir. Den ich mal kurz das Zeug reinpacken muss. Und mir jetzt was abbauen muss an Plöcken. Weil sonst geht mir der Typ jetzt auf den Sack. Kann man hier nicht Blöcke kaufen? Ich darf hier Bäume fällen, aber nicht verkaufen. Da muss ich kurz einen Baum fällen, weil mich der Typ gerade ein bisschen aufregt, weil ich will nicht die ganze Zeit rein teleportiert werden. Du, Gustrud, Gutrina. Du gehst dahin rüber, komm mit ab. In welche drinne, genau da. Da kommt jetzt noch ein kleiner Zaun rum. Und wir machen ein schönes Dach. Weil sonst regt uns das ganze Zeit auf, wenn wir ganze Zeit hin teleportiert werden. Das wollen wir natürlich nicht. Das müsste reichen. Ja, müsste reichen. Nochmal ein paar Slaps und so. Ich wollte ein kleines improvisiertes Häuschen für die. Für die. Da. Ja, wenn sie ausbüchsen, muss ich sie leider einfangen. Weil natürlich, wenn die ganze Zeit da drauf treten, dann kriege ich halt wieder hin teleportiert. Darum. Hier kannst du Pilze verkaufen. Leder. Fleisch, Leder. Melone.
Oh. Und ich habe die Musik auch noch reingemacht, dass man nicht ganz die Dorfbewohner so hört. Und das ist ein bisschen relaxter ist für uns. Okay, wir können schon mal die Rüstung kaufen. Und was sagt das Mann, dass das so teuer ist? Das ist billig. Ah ja, okay. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Wir dürfen ja Holzbäume fällen, hat er ja gesagt. 7 durch den 7. Ja, und jetzt bleibt nur noch zu sagen, Whiskey Terror, Konzert, Eure Masse und tschüss bis zum